Ja, moin zusammen. Ja, da ich irgendwie den Einstieg ins Video verpasst habe, kriegt er jetzt den Keks, wie er vorbeiläuft. Viel Spaß beim Video. Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Oh, den Wagen kennt ihr auch alle. Das ist der Wagen von Jonas. Hat auch einen YouTube-Kanal, Survival Sensei Jonas. Ja, so, was ist passiert? Hat ja einen Survival-Kanal und ist mit dem Auto so ein bisschen ins Gemüse gefahren. Hat sich unten runter, ich habe ja die Lambda-Sonde, ne? Die unzugängliche Geschichte da unten drunter. Ausgetauscht. Oh Gott. Und er hat sich bei einer kleinen Geländefahrt, viel war es nicht, bei der kleinen Geländefahrt hier unten die Kabel abgerissen. Lotlauf, ruckeliger Fahrzeuglauf, etc. etc. So. Den jetzt starte. Hört er sich schon wieder komisch an. Startet seltsam. Christopher Nkunku, der hat 12 Tore für Oh Gott, 10. Oh Gott, Vielleicht oh sehen Gott. sich die beiden, Radio. der Deutsche und der Franzose, ja demnächst auch mal in Duell. So. Das hier, man erkennt es nicht so richtig, weil es im Schatten ist, aber es ist Öl. Da kommt ordentlich Öl raus beim Starten. So, das Moped haben wir da drin. Kontrollleuchte leuchtet, also Lambda-Sonde ist neu. Verkabelung bzw. ist neu. Er ruckelt. Lege ich mal das Handy ziemlich nah ans Lenkrad. Kriegt man das vielleicht ein bisschen mit? Ne, die merkt man nicht. Aber jetzt wollen wir mal gucken. Ich Gas gebe, verschluckt er sich. Normalerweise drehen die relativ frei hoch. Ja, ruckelt extrem und sehr, sehr, sehr eigenartig. Wie gesagt, ich habe alles Mögliche schon getauscht. Ich kriege ihn nicht ruhig. Wenn die Motorkontrollleuchte an ist, ist es wahrscheinlich der Motor, ne? Das Gebläse mal ausmachen. Vielleicht hört man es dann. Man hört es, ne? Ich gebe mal ein bisschen Gas jetzt. Also ich trete mal einmal aufs Gas. Habt ihr das gehört? Der verschluckt sich. Einmal so plopp. Verschluckt er sich. Und dann, so, mal gucken.
Oh Gott. Kraftstoffbemessungssystem, System zu mager. Zweimal. Verbrennungsaussetzer. Sonde elektrischer Fehler im Stromkreis. So, und das kann nicht stimmen. Weil das passt eigentlich alles. So, jetzt wollen wir mal gucken. Spielersprecher löschen. So, ist das Ding aus. Einmal ausmachen. Ja, zu wenig Öl ist auch drin. Ist kein Wunder, wenn er jedes Mal einen halben Liter durch den Auspuff jagt. Ja, verschluckt sich immer noch so ein bisschen. Mal gucken, ob er jetzt schon wieder was hat. Kommunikationsfehler. Autoelektronik. Zündung ausgemacht. Nix. Er ruckelt aber immer noch. Also die Leitungen sind alle repariert. Absolut. Haben Durchgang. Er lief auch vorher gut. Und dann fing er auf einmal an, wie er erzählte, extremes Ruckeln, blinkende Motorkontrollleuchte, bedeutet beim Golf Katalysator gefährdet. Tja. Mal gucken. Er scheint mir plausibel. Ich muss gleich mal gucken, was für Referenzwerte das Ganze hat. Also hier kommen die Ruckler offensichtlich nicht her. Ja, hier sieht man die Ruckler schon ein bisschen besser. Seht ihr das? Diese kleinen Wellen. Motordrehzahl ist eigentlich irrelevant. Geh weg. Zündung. Fehlzündung gucken. Gehst du jetzt rein? Falsch. Da. Geht auf Frühzündung.
12 Grad Frühzündung, ist das richtig? Jetzt hat er 9. 12,75, 10,50, 14,25. Ist da Kasper-Benzin drin? Oh, der hat ja einen Klopfsensor, der Motor. Und die Benzinqualität, die Klopffestigkeit, bevor es zum Klopfen kommt, nimmt er die Zündung zurück. Ne? Geht auf spät, ne? Ja, geht auf Spätzündung. Dann gleich mal in den technischen Unterlagen, wenn ich die finde, gucken, was ein normaler Zündzeitpunkt für den Motor ist. Irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Das Steuergerät hat sich auch gehimmelt, jetzt haben wir ein anderes hier drin, beziehungsweise das gleiche repariert. Luftansaug, Lufttemperatur passt. Mal gucken. Ja, Fehlzündung ohne Ende, ne? Okay. Ja, mein nächstes Ding hier wäre Falschluft. Ja, Falschluft wäre mein nächstes, mein nächster Verdächtiger. Ich weiß zwar nicht, was passieren konnte, aber okay. Also nach dem Lambda-Sondenwechsel passte das, ne? Da lief der gut. Dann einmal durchs Gemüse. Und dann wollte er nicht mehr. Man Vollgas durchtritt, man riecht es auch, dass er mager läuft. Er kriegt nicht genug Sprit. Ja, das Problem ist, er braucht sein Auto. Ich kann ihn aber so nicht fahren lassen. So ein Katalysator kostet jetzt auch ein paar Mark, ne? Also ich meine, ich rieche das relativ vorzeitig, wenn die Abgase danach riechen, dass der Katalysator heiß wird. Der normale Nutzer hat das jetzt nicht so. Das ist keine Klugscheißerei. Es ist ein ziemlich beißender Geruch. Den riecht man aber auch nur, wenn man das Fenster auf hat. Wenn man wirklich Gas gibt und man merkt, er hat Frühzündung und oder zu wenig Gemisch, also zu mager, dann riecht man so einen beißenden Geruch aus dem Auspuff. Das ist der Katalysator, der überhitzt. Dann sofort, ne, vom Gas runter. Wenn man da einfach so weiter mitfährt, dann schmilzt der Monolith. Das wäre blöd. Gut. Gucken, ob mir hier noch was einfällt. Als nächstes muss ich mal die Ansaugbrücke auseinandernehmen. Offensichtlich ist die mal abgebaut worden von einer absoluten Lieblingswerkstatt von mir. Ihr erinnert euch an den schwarzen PT Cruiser, den sie als Schrott bezeichnet haben. Ja, die haben die Wartung hier gemacht über Jahre. Glückwunsch. Ein Zentrum für Kompetenz. Ja, einige Leute haben gefragt, wie findet man eigentlich Autos? So, billige Autos, ne? Das ist gar kein großes Geheimnis. Wenn ihr seht, wir sind bei eBay Kleinanzeigen. Ich mache jetzt Folgendes. Autos. So. So ein Cayenne Turbo ist zwar toll, aber naja. 50 Kilometer. Preis. Sagen wir mal bis 500 Euro. Nein, 5500. Ganz wichtig, nur Angebote. Denn den ganzen Schrotthöker, die Autos suchen, schon mal weg. Ja, privat und gewerblich ist erstmal irrelevant. In dem Preissegment sind nicht so viele gewerbliche Leute unterwegs. Ja, bei 500 Euro werden wir wahrscheinlich keine großartige Ausstattung finden, die wir suchen können. So, günstigste zuerst.
Da kommen wahrscheinlich erst einmal die ganzen 1 Euro. Ich habe keine Ahnung, was ich für mein Auto nehmen soll, aber wenn man mir einen Preis anbietet, schreie ich den Typen sofort an. Menschen. Ja, hier sieht man es. Ne? Volvo 50 2009, dass der kein Euro kostet, ist auch klar. Ne? Audi A4 S-Line, auch kein Euro, garantiert nicht. Dann sind immer die Leute dabei, die es nicht schaffen, ihre Ersatzteile in die Kategorie Ersatzteile zu stellen und meinen, das wäre ein ganzes Auto. Hier haben wir zum Beispiel das erste. Relativ interessante Fahrzeug. Ford Focus Kombi. Sieht jetzt auf den ersten Blick jetzt gar nicht mal so schlimm aus. Naja, Gewährleistung, bla bla. Hat 1 Million Kilometer gelaufen. Ja, das ist natürlich Quark. Kombi ohne Cut und Benziner. Er hat es wieder nicht geschafft, mal in seine Papiere reinzugucken und nicht auch geschafft, auf den Tacho zu gucken, wie viel der gelaufen hat, welcher Motor überhaupt drin ist. Das sind Leute, die gehen auch entsprechend mit den Autos um. Erfahrungswert. Wenn er jetzt schon nichts weiß, dann und den Cut verkauft hat, ne, naja. So, mal gucken, was er sonst noch hat. Trabantteile, Wartburgteile. Er verkauft ein Mehrfamilienhaus und Verlängerungskabel. Ja, ich denke, der Ford Focus ist tot. Der ist durch. Kannst du vergessen. Corsa ist auch nicht unbedingt ein Auto, sondern eher so Felgen. Subaru Forester, das ist natürlich ein interessantes Auto. Ein Reifen ist platt. Kotflügel ist vorne ein bisschen beschädigt. Schlüssel sind offensichtlich da. Die stecken da. Ein sehr unscharfes Foto, bei dem man schon ganz gut sehen kann, dass vorne die Federung offensichtlich einen weckert. Liegt sehr tief. Sonst geht's eigentlich. Klimaanlage haben wir. Kassettenradio. Offensichtlich läuft er. Ist immer eine gute Aufnahme. Der Drehzahlmesser auf Leerlauf läuft, dann wissen wir schon mal, er läuft. 190.000 Kilometer, er hat es geschafft, seinen Tacho abzufotografieren. 169.000. Sollte der nächste Ölwechsel sein? 190.000 haben wir. Die Boxermotoren mögen das eigentlich gar nicht. Na egal. Zu verkaufen, Auto ganz für Teile. Keine Papiere vorhanden. Gut, Papiere kann man sich besorgen, das ist nicht das Problem. Ernsthaft nicht. Das geht schon ganz gut. So, was haben wir noch? Peugeot 306, tolles Auto, aber Motorschaden. Poloschlachter TDI. Lass mich raten. Ja, es fehlt der Motor. Was willst du denn mit 299 Euro? Für 299 Euro kriege ich auch einen ganzen. Manche Leute, die haben es wirklich drauf, sich wirklich ein bisschen lächerlich zu machen. Ne? Die holen den Motor aus einem Auto, was 300 Euro gekostet habe, und wollen, nachdem der Motor fehlt, 300 Euro dafür haben. Ich kenne das Auto. Ja, so auseinandergerupft will der 300 Euro für das Ding haben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nissan Micra, die haben immer Ärger mit den Steuerketten gehabt. Und offensichtlich Ärger mit den lackierten Stoßstangen. Er scheint zugelassen zu sein. Kein Bild vom laufenden Motor. Vielleicht hat er jetzt schon Ärger mit Nockenwellensensor etc. Das ist ein 2004er, wie man hier am Fahrzeugschein erkennt. 48 kW sind etwas über 60 PS. 44 kW sind 60 PS. 48 kW kann man sich selbst ausrechnen. So, 55 PS stimmt dann also nicht. Motorkontrolllampe ist an. Wegen Neuanschaffung, defekt ist die Scheibenwischanlage. Airbaglampe hat schon beim Vorgänger geleuchtet. Was mir diese Information jetzt weiterhelfen soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und die Werkstatt hat da keinen Fehler gefunden. Dann ist das Airbag-Steuergerät kaputt. Das zum Thema Werkstatt. Servolenkung ist defekt, etc., etc., etc. Also tot.
Kannst du vergessen. Ja, Ford Mondeo, tolles Auto. Bin ich sehr von überzeugt. Also ich mag den wirklich. Ich habe zwei Stück davon gehabt. Tolle Teile. Wir haben selbst Autotrailer damit gezogen. Der 131 PS DDCi, Top-Motor. Einzige Schwäche, die 6-Gang-Schaltgetriebe, die 5-Gang gehen. Und die Automatik muss regelmäßig gewartet werden. Wenn ich hier schon lese Getriebeschaden und ich sehe ein Automatikgetriebe, weiß ich jetzt schon, was passiert ist. 131 PS, 2002er. Gute Auslegung. Kein Partikelfilter. Mit einem Automatikgetriebe. Der Wagen ist nicht fahrbereit, da das Fahrzeug trotz eingelegten Gang keinen Vortrieb hat. Möglich ist, dass der Wandler defekt ist. Das ist Quatsch. Da ist nie das Öl gewechselt worden. Ne? Nie. Der Motor selber läuft, jedoch etwas unruhig im unteren Drehzahlbereich. Das bedeutet am Ende bei dem Motor, du bist nicht mit Zweitaktöl gefahren. Zweitens, deine Injektoren sind durch. Genau deswegen. Ja, der leidet echt an Injektoren und das Problem ist, die meisten kriegen die Dinger nicht einprogrammiert. Du musst den Injektor bei dem anlernen. Ne? Sagen wir hier. Der weiß wieder nicht, wie viel Leistung sein Motor hat. Das ist läuft, fährt und bremst, kein Katalysator mehr vorhanden, 2 Liter Benzin. Ja, wenn der Katalysator raus ist, dann weißt du schon, was für ein Typ das ist. Ja. Die 2 Liter Benziner, wenn du den vernünftig aufbereitest, kannst du für ein Heidengeld verkaufen. Ja. Corsa B16V. Ich brauche noch einen Corsa, fällt mir gerade ein, für meinen Kombo. 65 PS, das ist der 1,2 Liter 16V. Der hat später im Corsa C hat er 75 PS. Klimaanlage haben wir. Höherer Kilometerstand, 270.000, das macht denen eigentlich nichts. Die haben eine Steuerkette. Letzte B-Corsa mit Klimaanlage, Vierzylinder, dem originalen GM-Katalysator, bla 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 bla. Ja. Ja, Juni 22, TÜV ist durch. Durch Rostung am Unterboden. Defektes Handbremsseil. Oh Gott, nein, nicht schon wieder das Handbremsseil. Wer diese Autos kennt, ne? Handbremsseil, 4 Millionen Teile. 1,8 TDDI, 75 PS, ein unzerstörbarer Motor. Ernsthaft. Das ist der ganz alte 1,8 Liter, den sie auf Direkteinspritzer quasi gebracht haben. Ja. Das sieht auch relativ gut aus, der Wagen. Elektrische Fensterheber vorne. Weiß. In Gudo. Was haben wir denn da? 389.000 ist nichts für den Motor. 75 PS. Daran sieht man schon, ne? 1,8 Liter, 75 PS. Okay. Das passt schon. Verkaufe einen Ford Focus Kombi. Eine Großstellen, klar. 2022 wurden die Glühkerzen, der Anlasser und das Radlager sowie der ABS-Sensor hinten links erneuert. Kaufen. Ne? Wird alles gewechselt, was du an Ärger bekommen kannst mit dem Auto. Ja, ist ein schicker Wagen. Ernsthaft. Da denke ich doch glatt mal drüber nach, muss ich sagen. So, was haben wir noch? Polo 86C von 94. Weltstärkste 1,045 PS Maschine mit dem gewaltigen Viergang. Ja. Was haben wir denn hier? Golf 4, 1,6 Liter, 101 PS, bester Motor. 236.000 ist nichts für das Ding. Mai 23, so was haben wir denn hier? Ah, Riss im Zylinderkopf. Gut, den sollte man finden, den Zylinderkopf. Cut fehlt, Batterie fehlt, Klimaanlage, ja.
Da war jemand verzweifelt, ne? Auto kaputt gegangen und dachte, man kriegt nur noch Geld für den Cut. Statt einen Kopf zu kaufen, den es für 50 bis 100 Euro gibt und den eben mit einer 20 Euro Zünderkopfdichtung da drauf zu schrauben, wäre sinnvoller gewesen. Ne? Was für eine Ausstattung haben wir denn hier? Wir haben eine Klimaautomatik, wahrscheinlich leer, hat er ja auch geschrieben. Fensterheber, elektrisch. Der Himmel sieht gut aus. Der Himmel sieht wirklich gut aus. Muss ich ja sagen. Oh ja, die Mittelarmlehne hinten gefällt mir auch, die Sitzbank. Velour-Ausstattung, das scheint irgendwie Highline zu sein. Nagelt mich nicht drauf fest. So genau weiß ich das auch nicht. Aber ich sehe diese Velour-Ausstattung immer. Wie kriegst du denn da ein Brandloch in den Hebel? Keine Fragen. Jetzt haben wir noch ein Auto für 360 Euro. 523 TÜV. Also technisch scheint er in Ordnung zu sein. Scheint ihm wahrscheinlich nur der Kopf kaputt zu sein. Gegangen zu sein. Riss im Zylinderkopf. Das ist wirklich selten bei dem Motor. Das ist der alte SR-Motor. Der war schon im Golf 3 drin, etc. Passat 35i. Nicht drauf festnageln, wie gesagt. Aber der Motor ist der 1,6 SR. Kennt man auch aus dem Octavia. Passt. Passt einwandfrei. Läuft. Läuft ewig. Den merke ich mir. Finde ich interessant. Omega B Caravan. 2016 V. Reicht eigentlich für das Auto. Ja, die V6 sind souveräner, aber ja, das ist harmlos. Loch im Boden. Mal einmal drum rumklopfen, mal gucken, wie groß es ist. Unter dieser Matte, jetzt oben da drüber, sollte man auch nochmal nachgucken. Wie gesagt, es gibt Schlimmeres. 290.000. Cut weiß ich nicht, ob original. Lasst euch doch von den ganzen Katalysator-Idioten nicht immer verunsichern. Ja, diese Polo kaufe ich nie wieder. Wie man hier schon sieht, unten am Hinterrad, die Dinger gammeln dir so unterm Arsch weg. Das ist übel. Ja. Lass mich raten. Zahnriemen ist gerissen. Wieso kann man so einen scheiß Zahnriemen nicht mal eben wechseln? Oh, der ist schick. 167.000 Kilometer. 2 Liter 16 V, vor Facelift. Privatverkauf. Irgendwie scheint die Taste bei ihm zu klemmen. Festpreis. Kein TÜV. Türen und Radläufe haben Rost, ist normal. Motor verliert Öl. Bremse ist in der Verschleißgrenze. Grundsätzlich fahrbereit, steht aber schon länger. Nein, da wollte ich nicht hin. Nein, da wollte ich nicht hin. Aus. Ich hasse Werbeanzeigen dazwischen. Ja. Was geht eigentlich, ne? Lederausstattung hat er. Bei 160.000 ist der Motor noch lange nicht am Ende. Ah, er läuft. Ja. Er verbraucht damit 8,4 Liter. Wird wohl ein bisschen Stadt mit drin sein, aber ansonsten, ja, die sind ziemlich verbrauchsarm, muss ich sagen. 2 Liter 16 V. Einzige, was die haben, Krümmer. Die Krümmerschrauben brechen, beziehungsweise die Krümmerdichtungen werden undicht. Ist ziemlich eklig, die Dinger auszubauen, aber jetzt auch nicht unmöglich. Ja, 167.000 für 400, das geht. Die kriegt man schnell wieder beim TÜV, ne? Lupo, ein Jahr TÜV. 55 PS gibt es nicht. Zu Deutsch ist ein 75 PS. Lupo. 1,4 16 V. Heckklappe in Schwarz hätte ich noch da. Ist aber ein College, also zu Deutsch einmal gar nichts. Bei Leerlauf ist etwas unruhig. Ja, das ist. Ja, Unterdruck wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Lupo 1 Liter in Fantasia Grün.
aus Schwerin. MPI. Was dieses Foto jetzt mir sagen soll, weiß ich auch nicht. Ja, das ist Google Übersetzer. Versteht kein Mensch. Habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf, weil die kümmern sich auch nicht um ihre Autos. Auch erfahrungswert. Ne? Micra. 116.000 Kilometer runter. Das sieht gut aus. 99er. 40 kW sind 55 PS. Diesmal fast ist. Gebraucht und gut. Kann man kaufen. Auf den Zahnriemen, auf die Steuerkette achten, dann ist gut. Hier ist noch einer. Ein bisschen mehr gelaufen. Der hat 218.000 runter, dann kann man ungefähr sehen, wie sehr sich der andere lohnt. Ne? Scheint auch noch zu funktionieren. Gerne für Export, das ist so ein Blödsinn. Ne? Kein Schwein im Ausland möchte Nissan Micra haben. Was die Leute immer Export dabei schreiben, bei dem größten Schwachsinn. Ne? Diesel zum Beispiel. Kein Schwein kauft im Ausland Diesel. Ne? Das ist Quark. Diese Export-Legenden sind so witzig. Das scheint ein 1.8er zu sein. Mondeo. 125 PS. Oh, das sieht schick aus. Ja. Ja, ein kleiner Rempler, Stoßstange kann man machen. Klimaautomatik. Was haben wir hier? ESP hat er schon. Getränkehalter und das große Sony-Radio. Das knallt richtig. Oh, Schaltgetriebe, sehr gut. Das scheint ein Ghia zu sein. Nee, doch nicht. Ja, ja, das ist der 1.8er. 229.000 ist auch nicht viel für ihn. Man muss nur darauf achten, dass die Dinger nicht bläuen wie blöd. Hätte keiner gedacht, dass die Dinger so viel Langzeitqualität haben. Was haben wir denn hier an TÜV? Ach so, erhebliche Mängel, nicht durchgekommen. Was haben wir denn? Hinweise. Hauptuntersuchung. Erhebliche Mängel. Also, der hat jetzt die Abteilung und Ablassuntersuchung gar nicht geschafft. Das war's. Ja, hier. Nicht bestanden. Okay, der zieht offensichtlich Falschluft. Das sind die erheblichen Mängel, ne? Wann ist denn das gemacht worden? Irgendwo ein Datum hier? F22, diesen Monat. Ja. Er ist wegen Abgasuntersuchung nicht durchgekommen. Das ist eigentlich ein Motor, den kriegst du schnell in den Griff. Naja. 32.000, 125 PS. Motor verbraucht ca. 1,5 Liter Öl auf 1000 Kilometer. Zylinder 4 verölt, läuft aber gut. Ja, ich glaube, das sollte man lassen. Ja, lieber nicht. Golf 4, 1,4, 75 PS. Schmeiß weg, lass es. Ist keinen Spaß mit haben. Der schlechteste Motor. Also im Lupo hält der. Im Golf, manche halten auch ewig, aber das ist der Ölsumpf pur. Oh, 500 Euro für ein Passat. Oh. Ich glaube, da ist die Achse betroffen. Da ist alles betroffen.
Nein, ich habe genug Schweißprobleme. Auch 75 PS, auch wieder dieser scheiß Motor drin. 1,4 16V. Wenn du da die Klimaanlage anmachst, dann fühlt sich das an, als ob du eine Vollbremsung machst. Ist übertrieben, aber ja. Renault Scenic, schönes Auto. Sollte man nicht kaufen, wenn man so gar nichts von Autos versteht, aber sonst ist er sehr praktisch. Gibt Leute, die schwören da wirklich drauf, ne? Und sie funktionieren auch einwandfrei. Geil finde ich unten dieses Ablagefach, wo jetzt der Deckel fehlt hier, mit der Klimaanlage, dass das gekoppelt ist. Das finde ich gut. Kühle Getränke vorne, das ist immer gut. Renault, Créateur de Malheur. Ja, wie gesagt, man kann Glück haben und fährt das Ding ewig und drei Jahrhunderte und man ist auf Werkstätten angewiesen, dann fährst du das Ding kein Jahr. Ja, die Post war da. Die Umverpackung habe ich schon mal weggemacht. Und mal gucken. Ja, super. Der eine Karton verbirgt einen Karton in einer anderen Farbe mit der gleichen Aufschrift. Ja. Schicke Sache. Mal gucken, wenn da jetzt noch ein Karton drin ist, in einer anderen Farbe, ne? Na Gott sei Dank nicht. Ist kein Karton, ist ein Plastikteil in der gleichen Farbe. Gott sei Dank. Ja, Top Don hat die Spendierhosen angehabt und hat ein neues Auslesegerät gesponsert, das ich testen soll. Ja. Bin auch sehr gespannt, weil das ist schon die Top-Klasse von Top Don. Alter Verwalter. Adapter? Mercedes! Runder Adapter für Mercedes! Ich bin begeistert. Alle kann ich nicht wiedergeben, kann ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es nicht. Ja, das ist internationaler Ladestecker. Package List. Okay, jetzt kommen wir wirklich in den professionellen Bereich. Also so richtig in den professionellen Bereich der Auslesegeräte. Dementsprechend auch der Preis von dem Ding. Aber wie gesagt, nicht so schnell. Ich gucke es mir erst an. Ich teste es erstmal und dann sehen wir weiter. Noch mehr Kabel. Silikagel. Ja. Feuchtigkeit braucht ja auch kein Mensch. Noch mehr Adapter für verschiedene Fahrzeuge. Ersatzsicherung. Begeistert. Das ist das der Dongel. Das scheint BMW zu sein. Bin mir ziemlich sicher, dass das BMW ist. Also wie gesagt, das ist schon die Top-Liga der Auslesegeräte. Oh ja, alter Verwalter. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt ein bisschen schneller ist. Das andere ist top, ganz ohne Frage, ne? Wirklich ohne Frage, das ist top. Also die Abdeckung ist auch genial. Das Ding kann allerdings noch mal wesentlich mehr. Und da bin ich wirklich überrascht, neugierig. Neugierig bin ich, ob er das hält, was er verspricht.
recht deutsch zurzeit. Ja, Wi-Fi müsste ich jetzt aktivieren. Ja, mache ich jetzt nicht. Ich muss es also erst einrichten und ich muss erst anmelden, genau. Das Ding kann online Dinge freischalten. Wie zum Beispiel die anlegbaren Spiegel bei Mercedes und sowas alles in der Richtung. Also wie gesagt, es geht noch wesentlich tiefer als das andere. Ist also eine etwas andere Hausnummer als das letzte Gerät. Und das war schon heftig gut. Also da muss ich sagen, bin mehr als gespannt, was es kann. Ich werde es auch noch nicht verlinken. Wir wollen ja erst wissen, was es kann. Und wie gut es ist, ne? Wird sinnlos, wenn ich sage, ja, kauft euch das, das ist toll und hinterher ist es Schrott. Das machen wir nicht. Ich wollte nur schon mal sagen und ankündigen, das testen wir auf Herz und Nieren. Und dann verlinke ich das auch, wenn es was taugt. Alter Schwede. Wie war das hier drin? Lass mich ran, ist genau der europäische abgehauen, oder? Nee. Gott sei Dank. Okay, den ganzen Kram muss ich erstmal durchgucken. Die Hälfte braucht man hinterher sowieso wieder nicht. Das nehme ich jetzt mal mit rein. Ich melde mich da an. Es muss ja registriert werden auf meinen Namen. Das mache ich dann eben erst. Dann packe ich den Koffer nochmal neu. Und in einem der nächsten Videos werde ich euch mitteilen, was das Ding kann. Ich muss mich also auch erstmal einfuchsen. Das ist jedes Mal ein neues Teil. Ja. Gut. Ich würde sagen, ach, wisst ihr was? Gerade die passende Zeit für eine Verabschiedung und einen Sonnenuntergang. Ja, ich wünsche euch einen sanften Start in die Woche. Ne? Lasst euch nicht ärgern. Und seid gespannt auf das neue Auslesegerät. Wie gesagt, also rein von den technischen Parametern bin ich jetzt schon begeistert. Ich sag mal, bis zum nächsten Video. Lasst es euch gut gehen.